Herzlich willkommen zu unserer heutigen Gute-Nacht-Geschichte. Heute lese ich euch wieder etwas vor aus Papperlapapp, der zweisprachigen Bilderbuchzeitschrift aus Österreich. Dieses Mal aus der Ausgabe Nummer 8, die dreht sich um das Thema Kochen. Die Geschichte heißt Der Kaiserschmarrn und wie es dazu kam. So kann es nicht weitergehen. Bereits seit 3 Tagen verlässt mein Sohn sein Zimmer nicht und spielt nur auf dem Handy rum. Noch dazu auf meinem. Er muss mit etwas anderem beschäftigt werden, brummte der Kaiser. Er ging ins Zimmer des Prinzen und nahm ihm das Handy weg. Der Prinz tobte. Daraufhin rief der Kaiser seinen Berater zu sich. Was ist zu tun? Wollte der Kaiser wissen. Der Berater dachte nach. Was macht der Prinz noch, außer mit dem Handy zu spielen, wollten sie wissen. Er schläft, sagte der Kaiser. Was noch? Fragten die Berater. Er isst, sagte der Kaiser. Aha, strahlten die Berater. Und was schmeckt ihm besonders? Eigentlich mag er nur Chips. Die kann er, wenn er es eilig hat, auch auf der Straße essen, erklärte der Kaiser. Die Berater überlegten, der Prinz sollte etwas tun, das Spaß macht. Am besten in einer Gruppe. Ein Kochkurs wäre genau das Richtige. Guter Vorschlag, freute sich der Kaiser. Er rief in der kaiserlichen Küche an und erteilte dem kaiserlichen Köchen den Befehl, der Prinz soll bei ihnen kochen lernen. Er erwartete Teamgeist und ein essbares Ergebnis in spätestens 30 Minuten. Das Küchenteam war entsetzt. Die kleine Lina beruhigte sich als Erste. Wir müssen alle Chipsackeln verschwinden lassen. Und dann sollte uns ein Rezept einfallen, bei dem nichts schiefgehen kann. Es wurde so still, dass man die Uhr ticken hörte. Nichts Schwieriges und mit nur wenigen Zutaten, unterbrach die Runde Ella das Schweigen. Eine Palatschinke, hörte man. Gut, aber es muss eine ganz besondere Palatschinke sein, stimmte der Küchenchef zu. Der Prinz fand die Sache mit dem Kochkurs gar nicht lustig. Was für ein Schmarrn, schimpfte er. Die Geduld des Kaisers war jedoch zu Ende und er drängte seinen Sohn hinaus aus dem Zimmer. Unten in der Küche wurde bereits eine Schüssel auf den Tisch gestellt und rundherum alle Zutaten, die man für die Palatschinken braucht. Schon polterten der Kaiser und der Prinz die Treppe herunter. Um dem Prinzen gute Laune zu machen, griff Ella tief in die Trickkiste erfahrener Köchinnen. Sie nahm ein Ei, schlug es auf die Schüsselkante, brach es in zwei und ließ den Inhalt von einer Hälfte in die andere hüpfen. Wie durch ein Wunder löste sich das wabbelige Eiweiß, bis nur noch der Dotter übrig blieb. Der Prinz war entzückt. Ella musste das Kunststück für ihn so oft wiederholen, bis alle Eier verbraucht waren. Nun wollte der Prinz doch mitkochen. Mit beiden Händen manchte er so lange im Gemisch aus Dotter, Mehl, Milch und einer Prise Salz herum, bis ein Palatschinkenteig entstanden war. Der Küchenchef stand etwas ratlos mit dem wappeligen Eiweiß da. Was sollte er damit anfangen? Plötzlich hatte er einen genialen Einfall. Er schlug mit dem Schneebesen das Eiweiß steif und mischte es vorsichtig unter den Palatschinkenteig. Dann streute er noch eine Handvoll Rosinen ein und goss die flaumige Masse in die Pfanne. Es brutzelte und duftete. Der Küchenchef war nun sehr zufrieden mit sich und seiner kaiserlichen Palatschinke. Die Zufriedenheit des Küchenchefs machte den Prinzen wütend. Wie hatte er es wagen können, die Speise ohne ihn zu vollenden? Er entriss ihm den Pfannenwender und im Handumdrehen war die kaiserliche Palatschinke in 1000 Stücke zerfetzt. Dem Koch war zu weinen. Der Kaiser hatte sich inzwischen zur Kontrolle angesagt. Was war zu tun? Der kleinen Lina kam die rettende Idee. Sie richtete die vielen Palatschinkenstückchen auf dem kostbarsten Porzellan des Kaiserhauses an und bedeckte sie mit Zucker, sodass vom Unglück nichts mehr zu sehen war. Sehr gelungen, lobte der Kaiser. Gut gemacht, mein Sohn. Und wie es sich bei einem Märchen auch gehört, waren am Ende alle glücklich. In Wahrheit hielt beim Prinzen die Begeisterung für das Kochen jedoch nicht sehr lange an. Und bald standen wieder nur Chips auf seinem Speiseplan. In Wahrheit? Gibt es auch keinen Kaiser mehr. Aber eines steht fest, den Kaiserschmarrn, den gibt's wirklich. Und damit wünsche ich euch eine gute Nacht und wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt noch die englische Version anhören.
The Emperor's New Pancake. The invention of a traditional Austrian dish. This has to stop right now. My son hasn't left his bedroom for 3 days and all he has done is play on the mobile phone. Worst of all, it's my phone he's got. It's time we found him something else to do, growled the emperor. He marched into the prince's bedroom and took the phone away. The prince had a tantrum. The emperor summoned his advisors. What should we do? Asked the emperor. The advisors thought long and hard. They asked, what does the prince do when he isn't playing on a mobile phone? He sleeps, said the emperor. What else? Asked the advisors. He eats, said the emperor. Aha, said the advisors with a smile. And what's his favorite food? Well, actually, he only likes crisps. He can't even eat them on the go if he's ever in a rush, explained the emperor. The advisors had another think and said, the prince needs to do something fun. A group activity would be perfect. We think a cooking lesson is the answer. Great idea, the emperor rejoiced. He called up the palace kitchen and gave the royal chefs the order. You are going to teach the prince how to cook. I expect team spirit and tasty results within the next 30 minutes. Everyone in the kitchen team was horrified. Little Lena was the first to calm down. We need to get rid all of those bags of crisps. Let's think of a simple recipe so there's no chance of anything going wrong. It was so quiet that you could hear the sound of the clock ticking. Something really easy with only a few ingredients, said Bigella, breaking the silence. Then came an idea. Pancakes. That's good. But we need to create an extra special type of pancake, said the head chief in agreement. The prince did not care for the cooking lesson idea in the slightest. What a load of old rubbish, he complained. But the emperor had lost his patience and so he shoved his son out of the room. Down in the kitchen, they had already placed a bowl on the table, which was surrounded by all of the ingredients needed to make pancakes. The emperor and prince soon came crashing down the stairs. Ella tried to cheer up the prince by showing off a classic trick used by experienced cooks. She picked up an egg and tapped it on the edge of the dish, cracked it in two, and transferred the contents from one half of the shell to the other and back again. As if by magic, the jelly-like egg whites gradually disappeared into the bowl beneath, leaving just the yolk behind. The prince was amazed. He made Ella repeat the trick for him until there were no eggs left. After that, the prince was keen to get involved with the cooking. He used both hands to mix the egg yolks together with flour, milk, and a pinch of salt, until he had created a lovely pancake batter. The head chief stood staring at the bowl of wobbly egg whites. What was he going to do with those? Suddenly, he had a fantastic idea. He whisked up the egg whites until they were stiff and gently mixed them into the pancake batter. He then sprinkled in a handful of raisins and poured the fluffy mixture into a frying pan. It sizzled away, making a lovely smell. The head chef was very blessed with his work and was busy admiring his royal pancake fit for an emperor. Seeing how proud the head chef looked made the prince angry. How dare he finish off the dish without his help? He snatched the spatula out of the head chief's hand. Within a matter of seconds, the royal pancake was shredded into 1,000 pieces. The head chef was almost in tears as the emperor had arrived ready to taste what they had wiped up. What were they going to do? Little Lena came up with a plan to save the day. She served up all the messy pieces of pancake on the most expensive china in the palace and covered the whole thing with sugar to try to hide it. Oh, delicious, said the emperor, full of praise. Well done, my son. And so, just like in a fairy tale, they all lived happily after.
In actual fact, the prince soon got bored of cooking and he returned to his boring old diet of crisps, crisps and more crisps. And to be honest, we don't even have an emperor these days. But one thing is for sure. That delicious pancake dessert remains a traditional Austrian dish to this day. And so on, I wish you a pleasant night.